So, was mir gerade auffällt, wir haben doch einen schönen Stall. Warum nehmen wir den denn nicht? Und warum geben wir dir nicht ein bisschen mehr Auslauf? Fragen über Fragen. Wir hätten hier noch Platz. Also geben wir unseren Tieren Platz. Kommt her. Genießt die Zeit. So viel Platz kriegt ihr nie wieder von mir. Okay, diese komischen Bäume bringen ja nichts, das haben wir ja jetzt verstanden. Wenn wir wollen, dass die Bäume was bringen, dann geben wir diese Bäume. Schawupp. Schawupp. Da können die Tiere dann auch tatsächlich fressen. Die brauchen allerdings den harten Boden. Okay. Ich nehme mal diesen Riesenstall weg. Die Ponys können sich ja weiter nach rechts verlagern. Das wäre vielleicht ganz schön. Dann mache ich den einen großen Pferdestall hier zur Seite. Warum nicht? Wir haben jetzt viel Platz. Du hast Gehege vergrößert. Ein kleiner Pferdestall, ja. Das muss der Gaul erstmal weggehen. Ja, sagst du. Du bist die Herrin des Zoos. Geht da hinten pennen. Ja, ich weiß. Aha. So, was haben wir denn noch? 10 Kilo Grünfutter, aber die sind so hübsch. Guckt euch das an, wie hübsch das ist, oder? Und die meckern schon wieder. Na, alles okay. Ah, sind die hübsch. So, die Tiere können essen, die Schildkröten, oh Gott, haben sich vermehrt. Einen Moment. Okay, nur dass ihr euch nicht wundert. Ich lasse euch noch ein bisschen Ponys und Hasen gucken. Man muss mal kurz was trinken, das Übliche. Wir haben hier irgendwie nur Tiersorten drin. Ist irgendwie wenig, ne? Oh, hier ist ja ein richtiges Heulager, cool. Nicht wundern, meine Katze versucht gerade Aufmerksamkeit zu erringen. Das geht jetzt aber nicht. Oh, die Ponys haben wieder ein Baby. Eigentlich hätte ich ja Lust mal zu gucken, ob es noch ein Streicheltier gibt. Das Huhn schon mal nicht. Das Schaf vielleicht? Fische schon mal nicht. Schweinchen, aber die brauchen ja das andere. Schneeziegen brauchen Berge. Katzen soll man hier nicht streicheln. Die Hunde auch nicht. Gibt's denn noch? Rinder könnte man halten. Oh, ein Fjordpferd. Können wir hier noch ein anderes Pferdchen zum Streicheln halten? Ein Pony. Will was zum Streicheln? Ein Shire Horse, wie schön. Wölfe hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Ein Polarfuchs. Eine Hyäne. Mich kann man mit Sicherheit nicht alle streicheln. Nicht mal das Pferdchen hier. Größer als es aussieht. Ein
Zebra, ein Okapi? Na, die Giraffe sowieso nicht. Ja, die größeren Tiere hier vermute ich auch nicht. Ich habe gehofft, hier gibt es noch ein Pony, was man kraulen kann. Schwarzbär. Bison. Das Coole an Bisons ist, die kann man auch in sehr, sehr großen Herden halten. Huch. Naja. Eigentlich bräuchte man hier noch einen Tierpfleger irgendwie. Die kommen hier nicht so hinterher, ne? Nicht, dass die Tierchen krank werden. Guck mal her. Und nicht, dass ihr euch wundert, mein Kater sitzt hier gerade so, dass ich kaum rankomme. Schön so fast auf meiner Hand. So, lieber Tierpfleger. Du kümmerst dich bitte um alle Tiere, die hier sind. Genau. Und machst bis hierhin alles weg. Ja, das wird schon gehen. Wie teuer ist denn hier der Eintritt? Ah, 92. Ja, das passt. Hier vorne können wir noch ein bisschen Deko hinmachen und der Zaun fehlt auch noch. Na, der hier. Ja. Optimal ist anders, ich weiß. Aber wir müssen den hier halt auch rauslassen. Optimum ist ein bisschen was anderes. Naja, ist der Zoo halt an einer Stelle nicht ganz dicht. Waffel essen? Nö. Ich krieg hier eine angelutschte Eiswaffel. Und der die angelutschen mich, ist er ja ich nicht. Will. Nein, ich will nicht. Die Katze will vielleicht. Aber die darf nicht. Jetzt hör auf zu stinkern. Ihr müsst euch vorstellen, zock mit mir. Die Katze steht vor dem, also zwischen dem Mikrofon und der Maus und bewacht ja, uns. Spielt hier mit, ja. Ja. Mist, ich krieg das nicht vorbei. Unser Zaun ist undicht. Ach Mann. Was war das? Ein Handwerker. Ach komm, dich brauchen wir nicht. Sorry, aber. Ja, dieser Zaun, das geht hier nicht so richtig. Aber hier hinten sind wir doch durch, ne? Hier hatten wir alles. Ja, du stehst im Wasser, das tut mir auch ein bisschen leid. Okay. Ah, was ist denn dein Problem? Weicherer Boden. Besser? Jo. Okay, jetzt wächst die nach. Okay, zurück zum Thema. Hier sind wir. Okay. Die in der Mitte müssen sowieso weg. Also ich meine, da kommt ja kein Dino vorbei, der nicht winzig ist. Die Dinger bringen nichts, das haben wir mitgekriegt. Für die Pflanzenfresser machen die keinen Unterschied, weil man bei denen kein Grünfutter kriegt. So. Okay. Hier sind wieder mega Kuhflan, hätte ich gesagt. Och, die haben schon wieder Babys. Oh Mann. Aber diesmal nur drei, was auch ganz gut ist. Wir brauchen ja nicht so mega viele. Sonst meckern die ganze Zeit nur rum. So. Jetzt haben wir 6 Stück. Jetzt können die alle wieder trainieren gehen. Okay, kleiner Junge, was ist denn los? Es gibt hier nichts zu trinken. Da
Stimmt aber nicht ganz. Hier vorne ist was. Wie sieht das Kino aus? Minus 100, immer noch. Ich glaube, das Kino ist einfach mega unbeliebt. Da sollten wir dringend mal was anderes hinstellen. Das passt nicht. Pferdebedarf passt nicht. Strandbar. Da ärgert sich nebenan gerade jemand. Ha. Wir haben gar nicht so viele coole Sachen, ne? Känguru. Ah, Clown ist auch nicht so richtig. Ja, hier könnte man reiten, aber... Eine Reitattraktion hatte ich auch noch nicht. Vielleicht nochmal Boxen. Müssen wir uns ausprobieren. Ob da irgendwer irgendwie Lust drauf hat. Vielleicht ziehen wir die Leute ja noch an, indem wir hier so ein Zelt hinstellen. Da könnten die sich hier verkrümeln, wenn es regnet. Ja, der Regen macht uns immer mal wieder zu schaffen, ne? Das könnten wir auch wegnehmen. Zugunsten von einem Unterstand. Ne, die sind ja hier. So, dann können sich da die Leute auch noch runterritten. Vielleicht bleiben die länger im Zoo, wenn sie zufrieden sind. Ach, die mögen die Hügel nicht. Naja. Okay, ich guck mal nochmal in die Statistik. Was bringt denn 4 Minus? Die Brücken, ja. Der Geldautomat. Der wird nie benutzt. Ja, ich würde den eigentlich trotzdem gern. Wo sind hier Geldautomaten? Hier wäre eigentlich besser, ne? Einfach mal in der Mitte einen Geldautomaten setzen. Und dann nehme ich den hier vorne weg. So. Bist du ein Kind oder eine Frau? Die Schiffsschaukel macht Minus. Warum? Die ist doch cool. Hallo? Ihr Kinder seid einfach zu anspruchsvoll. Du, die Brücke hier über unserem... Ach, hey. Die Brücke über unserem Krokodilgehege macht Minus. Die sind noch nicht mal richtig unzufrieden. Ach nee, warte mal. Schwupp. Krass, wir sind steinreich. Ja, und wie? Oh Gott, ist hier viel los. Ich brauche Grünfutter. Ja, dann komm her. Es ist zu wenig Platz. Okay, Babys weg. Was wollte ich denn noch? Gib mir einen weicheren Boden. Tiger, zu viele. Meine Güte, hier kommt man gar nicht mehr raus. Könnt ihr euch mal einkriegen? Zu wenig Platz zum Gehen. Warum? Habt ihr schon wieder so viele Babys? Oh Gott. Oh Gott. Was ist hier los? Wie kann man in so kurzer Zeit so viel rummachen? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wie heißt ihr? Ihr seid kleiner Panda.
Okay, wir müssen ihm aufräumen. Waschbär, alle Männchen. Ich verkaufe jetzt alle Weibchen, die nicht schwanger sind. Oder zumindest drei, vier. Oh Gott, wie kann man nur so. Oh Gott. Die platzen hier aus allen Nähten. Wie viele Waschbären hatten wir am Anfang? Guck mal hier. Zwei. Mann. Zwei, aus denen sind, glaube ich, gerade 100 geworden oder so. Oh Gott. Nochmal, Waschbär, alle Männchen. Noch ein Weibchen. Also sind jetzt noch zwei, dann kriegen wir jetzt ein Männchen, kriegen die jetzt. Boah, meine Güte, was ist denn hier los? Wir haben kein Fernsehen zu Hause. Wollen wir die mal kastrieren? Weil ganz ehrlich, die Waschbären, die bringen zwar Geld, ja. Aber ganz im Ernst, wir haben jetzt Dinosaurier. Warum sollten wir Waschbären züchten? Sorry. Und bei dem kleinen Panda machen wir genau das Gleiche. Kleiner Panda, alle Männchen weg. So. Die ist nicht schwanger. Die ist schwanger. Die ist nicht schwanger. Die ist auch schwanger. Die roten Panda kriegen jetzt auch ein einziges Männchen. Ah, und dich kastrieren wir auch mal vorsichtshalber. So, da sind zwar zwei schwangere Weibchen mit bei. Zu den Männchen. Also kann sein, dass die doch nochmal Babys kriegen. Ja, die ist nicht schwanger, die können wir auch kastrieren. Aber wenigstens kriegen die jetzt nicht mehr so viele gleichzeitig. Das ist unsere Geldeinnahme. Ja, wir haben Dinos. Weißt du? Wir haben die großen Teile. Warum sollen wir denn lauter kleine Dinger wollen? Hast du schon mal was von Arterhaltung gehört? Nee, nicht bei denen hier. Die vermehren sich ja innerhalb von einem Jahr wie. Oh Gott, ey. So, okay. Haben wir jetzt noch ein paar, aber nicht mehr so mega viele. So sind die einfach zu unzufrieden. Klettern. Warum kannst du denn nicht klettern? Ja, komm hier. Na gut, dann ändere ich das mal, wenn das dich da stört. Kannst auch hier klettern. Der Zaun ist so eng, ne? Die brauchen etwas mehr Platz. Geht das so? Müsste jetzt besser passen. Also der Große kommt hoch. Dem geht's auch super. Dem geht's super, aber den kastriere ich auch mal. So. Hier ist es schmutzig. Warum macht das keiner weg? Haben wir zu wenig Türen? Was ist denn? Zu wenig Platz? Stört dich der Stein? Musst du springen? Der kann weg. Was ist besser für euch? Die brauchen noch ein bisschen mehr Platz, das ist zu beengt. Warte.
Nee, du musst auf die andere Seite. Komm mal her. Das kann weg. Und das kann weg. Das kann weg. Dann mache ich den auch weg. Oh, okay, ich hoffe, das reicht. Musste ein bisschen. Die brauchten etwas mehr Platz. Die haben sich die ganze Zeit beschwert, dass sie keinen Platz haben. Guck mal, wir haben 20 Minuten, weil du nicht da warst. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.